Okay, was haben wir hier für ein Knossi-TikTok noch? Lass uns noch schnell gucken. Ist einfach so. Es wird einen. Wir fliegen am Mittwoch quasi Dienstag. Dienstag geht's los. Wir fliegen Perfekt, Eddie, komplett einfach alles. alle nach Kanada. Stark. So, hör zu. Adam ist dabei. Stark, Digga. Monate einfach alles geheim gehalten. Lil Bro sagt einfach. Mal Es sehen, wie wird viele Leute am Flughafen exklusiv sein werden. auf meinem Kanal. Ihr seid live dabei. Das gab es noch nie bei Seven in the Wilds. Das gab es noch nie. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sowas jemals geben wird. Dafür habe ich gekämpft. Ich habe dafür gekämpft, dass das stattfindet. Wir werden vor Ort bei den Vorbereitungen, bei den Briefings. Digga, ich sag euch so, wie es ist, da wird aus Versehen mein Handy angehen, Leute. Aller Kandidaten. Whoops, aus Versehen die IRL-Stream-App aufgemacht. Whoopsie. Komplett live drauf sein, einen ganzen Tag. Ihr seid am letzten Tag vor Ausreise live in meinem Stream dabei. Also, es ist Was wirklich, hältst du das von ist diesem Band? sensationell. Also, ich glaube, mehr Content, ich weiß nicht, was ich sonst hätte noch machen können, euch ins Wohnzimmer zu zaubern. Adam ist dabei, von mir aus dem Team sind Leute mit dabei. Also, ich glaube, ihr habt dann das Gefühl, ihr habt das krasseste Gefühl, man kann die Kandidaten noch mehr einschätzen, wenn da so ein Joey Kelly dann sitzt. Okay, aber no joke, ich sag ehrlich, also ich glaube, ich finde es entweder geiler, wenn wir es alle machen würden, Ja. oder was ich am allergeilsten finde, muss ich ehrlich sagen, ich fände es einfach geil, wenn gar keiner streamen würde. Klar, es ist geiler Content, ne, muss man sagen, aber ich sag ehrlich, dass ich finde, das sollte irgendwie, also in meinem Kopf ist das geiler, wenn wir es nicht streamen würden. So, you know, also es passiert jetzt halt, I guess, aber in meinem Kopf wäre das fresher, muss ich ehrlich sagen. Finde ich irgendwie ein bisschen schade. Ohne dass ich jetzt da den auf neidisch machen möchte oder so. Darum geht's gar nicht, wirklich nicht. Knossi, bester Mann, ich gönne ihm das Ultra. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir bei der Vorbereitung das streamen sollten. Ich weiß nicht. Ich meine, da muss man aufpassen, Ja, weißt du, was ich genau. meine? Also. Und nicht mit dem Chat labern. Ja, voll. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich würde gerne einfach da konzentriert sitzen und nicht wissen, oh, der Stream Poggers, ist gerade live oder so. Subgifts. Bugfish Bro, danke für die 5 Subgifts. Kuss, 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 Kuss. Viel Liebe. Viel Liebe. Und genau, und dann lieber das in den Behind the Scenes damit reinpacken, ja. Also weißt du, so ein paar Beauty-Shots und dann vielleicht so, dass man sagt, yo, Dave geht dann hin und macht irgendwie so ein Interview, yo, wie ist das jetzt gerade für euch und so. Ich glaube, sowas wäre geiler, in meiner Opinion. In meiner Opinion. Sitzt. Wenn die alle da sitzen und wir den letzten Tag gemeinsam erleben. Ihr seid Aber man muss auch sagen, wahrscheinlich für euch super geil, dass ihr das dann gucken könnt. bei mir quasi Also, mit oder? den Also, kompletten Tag drauf, für euch ist es wahrscheinlich bis wir ziemlich cool gehen. als Zuschauer. Ja, also ich glaube, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Die Zeitverschiebung wird drin sein. Genaue Infos, ja, wir haben Zeitverschiebung. Genaue Infos kommen noch. Also bevor ich jetzt mich irgendwie so weit aus dem Fenster, es wird es geben. Es wird ein Livestream geben von den Briefings. So, ihr werdet alle Kandidaten nochmal sehen. Ihr werdet sehen, was wir gesagt bekommen, wie wir uns gegen Bären verhalten. Ja, aber die sagen dann ja auch, wo ihr ausgesetzt werdet. Nee, wir erfahren das ja nicht, wo wir ausgesetzt werden. Nein? Mhm. Hä, aber wie Aber sollt die ihr da könnten zum euch Beispiel sowas vernehmen? sagen wie, yo, wir sind hier irgendwie in Fiki Fiki Island oder so und hier gibt es diese Art Bären. Das könnte passieren, ja. Aber ich weiß nicht, ob es da so in Kanada Gebiete gibt, die so eine Special Flora haben oder so, wo irgendwelche super komischen Pflanzen wachsen und so. Ja, I don't know. Ja, finde ich irgendwie, ist ein bisschen quatschig, in meiner Opinion. Also wie gesagt, ich fände es irgendwie cool, wenn wir es nicht machen würden, aber ja, I don't know. Aber wir gucken mal, vielleicht ist es auch gar nicht so, wie wir es uns gerade vorstellen und es ist nur ein Teil vom Briefing und so, I don't know. Wisst ihr, vielleicht ist es ganz anders, als es jetzt hier gerade gesagt wird. Wir gucken mal.